Hallo und willkommen zurück bei Rayman Origins. Ich muss das erstmal überlegen. Rayman Origins, ja natürlich. Wir haben das dichtende Dickicht abgeschlossen und können jetzt hier reingehen in die Dünen der Didgeridoos. Und in die Heimat der Hupfdohlen. Ja klar, warum auch nicht. Ich hatte das ja letzte Mal schon gesagt. Ubisoft mag Alliteration genauso wie RTL und genauso wie Nintendo. Ich weiß nicht, was da los ist. So. Schluss mit den Dummheiten! Lass dich nicht zu früh blasonieren, fass dir ein Herz. Okay, also angegriffen zu werden und Energie zu verlieren und zu einer Blase zu werden, nennt man blasonieren. Und wir können Gegner auch blasonieren. Das ist gut zu wissen. Yeah. Liebe deinen Nächsten, extra Herzen kommt zu euren Freunden. Das ist richtig, wenn man nicht alleine ist und man ein Extraherz einsammelt, obwohl man schon eins hat, kriegt der Mitspieler eins. Das ist ganz cool. Braucht denn jemand lieber extra Herzen bringen? Extra Lums! Okay, gut. Ich denke, wir haben es verstanden. Dann wollen wir mal gucken. Ja, das Land der Didgeridoos. Und hier, es ist einfach cool. Das ist einfach cool! Diese Vögel sind so doof, ey. Moment. Das ging mir alles viel zu schnell hier. So, bam. Da oben ist doch bestimmt ein... Na ja, gut, sowas. Ich hätte es gedacht, das ist ein Hilferuf, aber so etwas ist natürlich genauso gut. Hier gibt es jedenfalls überall Trommeln und ähnliches. Und da können wir drauf rumhüpfen. Hier diese... Ach, das macht Schaden. So. Das macht Schaden, ne? Besser kann ich mich jetzt nicht ausdrücken. Ich bin heute nicht so eloquent drauf, wie ich das eigentlich müsste, um Videos erstellen zu können, die qualitativ den Ansprüchen genügen, die Zuschauer, langjährige Zuschauer von PES, die nun einmal haben. Okay, dann müssen wir eigentlich nur... Ja, das ist ziemlich simpel. Also ja, ich weiß, eure Qualitätsansprüche sind mit Sicherheit sehr groß, aber manchmal... Manchmal funktioniert es halt einfach nicht so gut. Ich habe aber eben ein Help Me gehört. Da oben ist ein Help Me. So. Da mal hin, was ist hier los? Standard. Da kann man ganz wunderbar sterben. Wunderbar blasoniert. Moment. So, das machen wir jetzt mal ein bisschen vernünftiger. Wenn man einfach drauf rennt, dann passiert so etwas schnell. Aber wir können die ja hier... So, meine Fresse. Habt ihr gesehen, ich wurde irgendwie 3-4 Mal getroffen, aber bevor ich, also in einer schnellen Folge und dementsprechend habe ich nur einen einzigen Energiepunkt verloren. Irgendwie 3 oder 4 Mal wurde ich getroffen, aber das ist nicht so schlimm, wenn es schnell geht. Das ist genauso wie mit den Gegnern, wenn man die mehrere Mal boxen kann, ohne dass es wirklich der Gegner besiegt wurde, nicht wahr? Wo man sich so wunderbar aufhalten kann. Halt! Die will ich haben. Moment, ja, ich komme zurück. Ich komme zurück. Jawohl. Und da holen wir uns nochmal ein Herz. Wunderbar. Dann bin ich immer ein bisschen beruhigter, muss ich sagen. So, hier ist eine ganz nette Sache. Hier gibt es immer so ein bisschen Störungen. Und da muss man auch wieder gucken, was muss man drücken, um die Störung auszumachen. So, und das ist jetzt... Bei mir meistens Brute Forcing und hier ging es relativ schnell. Da würde ich sagen, was ist das Gegenteil von Brute? Nicht brutales Forcieren, sondern sanftes Forcieren. Das war nicht so brutal, wie es hätte sein können. Also was Brute Forcing angeht, zweimal probiert und dann klappt es. Das ist nicht so brutig, wie man denken würde. Oder vielleicht nicht so forcig, wie man denken würde. Versteht ihr, was ich meine? Okay. Okay, er funktioniert. So, dann holen wir uns hier mal den roten Lum. Ah Gott, das habe ich zum schlechtesten Zeitpunkt gemacht, wo sie gerade wieder auseinandergeflogen sind. Wenn ich das früher... Sehr gut. Wenn ich das früher gemacht hätte, dann hätte ich sie eher gekriegt. Aber gut, wir müssen erstmal wieder zurück hier. Da unten ist ja noch so eine Schädelmünze. So, das ist eigentlich kein allzu großes Problem. Wir dürfen nicht vergessen, es ist gerade mal die zweite Welt, ne? Also es wird noch schwieriger. Dabei bin ich der Meinung,
dass Legends ein bisschen schwerer war. Aber das hier, das hat seine... Könnt ihr mal sehen. Stimmt ja, Level 1, eine neue Fee, ganz vergessen. Okay, oh, das hat ja fantastisch funktioniert. Und ich glaube auch, es bringt nichts, wenn wir versuchen, den Gegner zu hauen oder so. Ich glaube, das hat wirklich etwas damit zu tun, dass man bis zum Ende kommen muss. Ich glaube, den Gegner jetzt zu hauen, macht nicht wirklich einen Unterschied. Wir müssen uns tatsächlich nicht mehr beeilen. Der Bildschirm wartet auf uns, sozusagen. Wenn ihr versteht, wie ich meine. Ha! Kraft zum Fliegen! Yay! Hurra, endlich die Kraft zum Fliegen. Das, was Rayman eigentlich immer kann, können wir jetzt auch. Geil! Die Kraft zum Fliegen. Kann jeder Charakter. Funktioniert wie in Rayman 3 und nicht wie in Rayman 2. Ja, da gibt es Unterschiede. In Rayman 2 musste man die Taste nur einmal drücken und dann ist er geflogen, bis man sie nochmal drückt. Und hier muss man sie gedrückt halten, wie in Rayman 3. Macht das Ganze meiner Meinung nach ein bisschen dynamischer und kann man ein bisschen besser kontrollieren. So. Moment, wie komme ich denn da oben hin? Ah. Komme ich denn... Ah, Mann. Okay, warte, wir kommen gleich wieder zurück. Wir kommen gleich wieder zurück. So, mit dem Fliegen funktioniert das jetzt auch ganz wunderbar. Also, streng genommen ist es kein Fliegen. Es ist nur... Wie würde Buzz Lightyear sagen? Ach nein, nicht Buzz Lightyear. Egal, es ist kein Fliegen, es ist ein elegantes Fallen. Oh, geil. Und runter. Moment, wir machen das gleich nochmal. Immer schön zweimal, damit wir auch ordentlich Lums bekommen. Denn wir sind lumssüchtig. Jawohl, das sind wir. Lumssüchtiger Pesti zur Stelle. Jetzt haben wir auch noch den Käfig verfehlt. So eine Schande. Guck mal, wie viele Lums wir jetzt schon haben. Wir haben jetzt schon 368. Und es fehlt sogar noch ein Käfig. Also, das Level ist noch nicht vorbei und wir haben so viele Lums. Und ich weiß immer noch nicht, welche Taste man drücken muss, um am Ende die Animation zu überspringen. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Wir werden das herausfinden. Oh, da können wir doch hier. Bam. Was für ein großartiges Geräusch. Okay, gerade noch gesagt, wie schön das Level noch nicht vorbei ist. Und jetzt ist es plötzlich vorbei. Na schön. Aber egal, wir haben einen Haufen Lums bekommen. Da bekommen wir jetzt schön die Lums-Medaillen. Außer jetzt in der zweiten Welt ist höher gesetzt. Aber ich bin der Meinung, es sind immer 350. Außer ein paar Level, wo es tatsächlich weniger ist. Ich verstehe das nicht. Welche Taste muss ich denn drücken? Ich denke, es muss auf dem Gamepad sein, aber... Aber es ist nicht auf dem Gamepad. Ich verstehe es nicht. Wir gucken gleich nochmal in die Option, in die Steuerung. Weil das macht mich fertig, dass das so lange dauert. Okay, Lums-Medaille haben wir bekommen. Alles geil. So, dann haben wir dieses Level tatsächlich sofort zu 100% durchgespielt. Außer jetzt die Sache mit der Zeit. Aber die Zeit interessiert mich eigentlich nicht sonderlich. Ich glaube, fast die Zeit können wir von Anfang an schon machen. Ich bin mir nicht so sicher. So, jetzt gehen wir hier erstmal Optionen. So, Standard. Ach, Standard zurücksetzen. Ja, hoch, runter, links, rechts, rennen, springen, schlagen, zurück. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht. Und was ist beim zweiten Spieler? Haben wir nichts gesetzt. Hm. Also keine Ahnung. Es ging jedenfalls mal. Es ging mal. Ich habe keine Ahnung. Nächstes Level. Beste Filmmusik. Bitte was? Gar keine fulminante Filmmusik? Oder keine fatale Filmmusik? Da hätte euch aber ein schönes F-Adjektiv einfallen können, findet ihr nicht? Warum springe ich denn immer darüber? Das ist viel besser als im Kino. Dreh jeden Stein um. Was soll das bedeuten? Vielleicht findest du versteckte Käfige voller Elektroons, die gerettet werden wollen. Du bist ein netter Kerl, oder? Ja, sicher, ist ja gar kein Problem. Oh. Ah ja, das stimmt. Das war dieses Klavier hier, wo man ganz wunderbar Töne erzeugt. Wunderbar. Das sind so diese Kleinigkeiten, die finde ich ganz toll. Ah, diese Vögel! Ganz vergessen. Ich weiß nicht warum, aber sie sind halt da. Die Vögel, die auf der Tonleiter sitzen.
Mega geil. Moment, da müssen wir nochmal ran. Und, okay, das war's. Und der hier ist, glaube ich, nur ein... Genau, das ist nur so ein Dingens. Der befördert uns, glaube ich, egal wie wir auf ihn treffen, immer wieder an den gleichen Ort, nicht wahr? Irgendwie so war das. Vielleicht irre ich mich auch, aber es kommt mir jedenfalls so vor. Und da unten ist doch bestimmt ein Help Me. Nein, es ist... Oh! Das ist natürlich auch supi. Ich finde immer irgendwo einen Käfig zu finden, ein bisschen befriedigender als einfach nur so eine Münze. Weil wenn ich einen Käfig finde, dann weiß ich, okay, da habe ich jetzt jemandem geholfen. Und bei der Münze ist es so, naja gut, okay, das ist jetzt, da ist zwar jemand, ich meine, die Münze ist so, die Münze braucht keine Hilfe, ne? Die hätte auch ohne Rayman sehr gut überlebt. Dachte, hier ist noch was, aber da ist nix. Okay, wir können hier die Tonleiter hin und weg machen, dann fliegen halt die Vögel weg. Aber, so haben wir jetzt hier Kontrolle drüber, wo wir hinspringen? Ja, ein bisschen. Wir haben ein bisschen Kontrolle darüber, aber nicht allzu sehr. Moment, da können wir aber... Jawohl, fantastisch. Und das hier finde ich sehr viel cooler. Nicht irgendwelche Stacheln, die Augen haben. Obwohl die Stacheln eigentlich zu Pflanzen gehören, sondern hier diese Stachelvögel, die so komisch gucken. Und nicht so recht wissen, was sie von Rayman halten sollen. Die sind sich einfach nicht so sicher, was ist das für ein Typ und was macht der und was will der und sind wir vor dem sicher. Ach, da müssen wir rund. Okay. Ich dachte, wir können hier schon hoch, aber müssen wir noch ein bisschen laufen hier. Ha, Moment. So, jetzt aber. Rein. Was haben wir denn hier? Ah, ich glaube, hier müssen wir einfach nur runterfallen. Oh. Okay. Nicht einfach nur runterfallen. Sowas gibt es später auch nochmal. So, dann einfach hier raufspringen und da... Ah! Ah, ganz schlecht. Warum ist denn das so schwer? Eigentlich will ich sowas immer ganz gerne machen, ohne zu fliegen. Finde ich immer lustiger. Einfach nur so draufspringen, ohne fliegen. Das ist ein bisschen anspruchsvoller, aber das finde ich besser. So wie diese Minispiele in Rayman Legends. Das ist da, wo man versucht, so tief zu fallen wie möglich, ohne zu sterben. Das sind coole Minispiele, die haben mir tatsächlich ganz gut gefallen. Aber so etwas gibt es hier, glaube ich, nicht. Und die sehen aus wie Pokémon. Oder nicht? Könnte ein Pokémon sein. Erste Entwicklungsstufe. Als zweite Entwicklungsstufe schließt sich denn der Helm komplett um sie herum und die sind wie ein Kokon? Oder das ist die zweite Entwicklungsstufe und die erste Entwicklungsstufe ist der Kokon wie ein Ei? Das wäre auch eine Möglichkeit. So, können wir besiegen, wenn wir guck mal, wie traurig sie gucken. Armer, kleiner, blasonierter Vogel. Also, wir können die besiegen. Wir hätten sie so auch einfach wegschicken können. Dann fliegen sie, glaube ich, weg. Wie die anderen, die uns helfen. Wir dürfen halt nur nicht draufspringen, ne? Ansonsten ist gar kein Problem. Okay. Damit wird das Gebratzel ausgeschaltet für eine ziemlich lange Zeit. Also kein Problem. Nicht mehr gekriegt. Naja, schön. Okay, ist egal. Aber wir gehen nochmal zurück. Ich glaube, da ist nämlich noch was erschienen. Oder? Guck mal, die sind total fertig. Die sind irgendwie kleiner. Die halten nur einen einzigen Schlag aus. Und der hier auch. Guck mal, er gibt sich übertrieben Mühe, aber schafft's nicht und fällt dann runter. Wie gut. Okay, die sind noch nicht ausgewachsen. Die haben noch nicht so viel Kraft. Sehr, sehr schön. Das sind so Sachen, die ich völlig vergessen habe. Der ist ausgewachsen, der schafft's. Ah! Moment. So. Nein, der ist auch nicht ausgewachsen. Der schafft's auch nicht. Au. Die Ausgewachsenen sind sehr viel größer. Ihr habt eben auch gesehen, es gibt einige wenige Schädelmünzen, bei denen man nicht extra abwarten muss, bis man... Also bei denen man nicht eine gewisse Zeit... abwarten muss, bis sie eingesammelt werden, sondern die von Anfang an sofort eingesammelt werden. Bei der hier dauert es wieder ein bisschen, aber bei der anderen eben, die wurde sofort eingesammelt. Gibt es, hatte ich auch vergessen, aber ist eine Seltenheit, bin ich der Meinung. So, können wir hier gleich rund... Jawohl, ah, herrlich, fantastisch, jawohl, alle gekriegt, toll. Wo geht's hier hin? Moment, da muss es irgendwo hingehen, das kann nicht sein. Das glauben wir nicht. Warum ist hier so ein Ding? Hm. Ich würde immer denken, da ist irgendwas.
Und das hier müssen wir ausschalten können. Ich will die Lums. Ich bin lumpsüchtig. Ja! Ich bin lumpsüchtig. Da gibt es bestimmt auch irgendeinen Fachbegriff für. Nein, ich bin lumpsüchtig. Ich bin lumpsüchtig. Ich will den haben. Ja! Huch! Okay. Ich dachte, unter denen ist gar keine Plattform. Ach, ich finde es so geil, wie der Vogel da guckt. Ah, das sind wieder Ausgewachsene. Ach so, jetzt verstehe ich. Da fällt die Tonleiter runter. Das hatte nichts damit zu tun, dass er noch kleiner war. Die fallen die Tonleiter runter. Jetzt habe ich das erst kapiert. Oh. Und wenn man aber wartet, dann hüpft er wieder hoch. Guck mal, der hüpft ja wieder hoch, der Kleine. Okay. Völlig falsche Voraussetzung. Das hatte gar nicht so sehr etwas damit zu tun, dass er klein war, sondern einfach damit, dass er auf der untersten Tonleiter saß und deshalb mit dem ersten Sprung runtergefallen ist. Ich meine, vielleicht war der erste Schlag auch kleiner, weil er klein ist, aber er ist aus dem Grund nicht runtergefallen. Das hatte mit der Tonleiter zu tun. Seht ihr mal. Die Intelligenz ist mit mir. Ich bin ja doch nicht so dämlich. Es dauert immer ein bisschen, ne? Ich muss ein Spiel, was weiß ich, wie oft gespielt habe, immer noch ein bisschen länger spielen, um erstmal wieder zu lernen, was ich eigentlich wissen müsste. Aber gut. Ah! Oh, das war ein Killer-Move. Das war ein Killer-Move, weil ich geschlagen habe, um den Weg überbrücken zu können. Weil wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich jetzt gar nicht zurückkommen können, ohne zu sterben. Sowas habe ich gesucht, so. Das war ein richtiger Killer-Skill-Move. Hä? Die sind doch gar kein Problem. Da müssen wir nur ein bisschen aufpassen, dass wir nicht gegen die rennen. Weil das tut weh. Ich weiß doch gar nicht, warum hier so ein Silhouettendingens ist. Was ist das? Ist das ein Gegner? Das sah ja nicht aus wie ein Gegner. Das sah mehr aus wie eins von den Dingern, wo man drauf springt, damit die Tonleiter verschwindet. Das sah aus wie ein Knopf in Vogelform. Nein, das sah aus wie ein Vogel in Knopfform. Was auch immer euch besser gefällt. Aber, sah seltsam aus. Vielleicht finden wir den ja nochmal wieder. Guck mal, seht ihr, der Kleine, beim Kleinen funktioniert's doch. Der Kleine kann es genauso hochschleudern. Zwar nur, weil er auf der untersten Tonleiter sitzt. An der Stelle sollte man das wahrscheinlich lernen, aber der arme Pesti hat das an der Stelle nicht gelernt. Egal. Gibt es einen Preis für Spätlerner? Muss es eigentlich geben. Und was studierst du so? Ach, ich studiere Spätlernen. Ach so, und in welchem Semester bist du? Im 21. Spätlerner. Und wirklich kapiert hast du es erst, wenn du schon fertig bist. Und dann denkst du, ach, das hat er gemeint vor 4 Jahren. Jetzt habe ich es kapiert. Werde ich ihm gleich mal eine E-Mail schreiben. So, weiter. Ich habe A gedrückt für weiter. Warum? Ich verstehe das nicht. Es gibt keine Taste. Es gibt keine Taste, um es zu beschleunigen. Gibt es nicht. Okay, macht nichts. Wir haben aber schon wieder die Lumps-Medaille bekommen. Guck mal, 70. 370. Das ist jetzt wirklich, weil ich jetzt alle Fähigkeiten habe. Ich glaube, es gibt keine Fähigkeiten mehr, die wir jetzt noch bekommen. Wir können rennen, schlagen, springen, gleiten. Wir können es auch festhalten. Die Walljumps gab es auch von Anfang an. Also ich bin der Meinung, da gibt es keine zusätzlichen Fähigkeiten mehr.